So, ich glaube, ich gehe hier irgendwie den richtigen Weg gerade. So, heiliges Licht! So, nochmal Holy. Das war gut. Und jetzt alle angreifen. Oder auch nur Amari. Alex Mutter. Mutter. Oh, Alex. Ihr habt es gleich geschafft. Wenn ihr diese Stufen hinaufsteigt, gelangt ihr zu Fungal. Seid vorsichtig. Ja, Mutter, wir werden ihn besiegen. Und jetzt lasst mich euch heilen. Okay, gespeichert. Das ist schon mal gut. Ich möchte aber tatsächlich nicht zu Fungal. Ich möchte erst weiter erkunden. Zwei fliegende Augen und ein Kobold. Dann machen wir jetzt mal wieder Dunkelheit. Fluch. Ach komm, weicht aus. Wenigstens ist es tot. So. Das war's mit dem Kobold. Jetzt haben Alex schläft ein. Amariel schläft ein. Aber mit etwas Glück reicht der Schaden. Nein, hat nicht gereicht. Vielleicht jetzt? Ja, jetzt hat er gereicht. Augentropfen erhalten. So, hier ist eine Sackgasse. Okay. Aber das Wasserlabyrinth möchte ich noch fertig erkunden. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche tollen Sachen da unten. Aha. Okay, der ist hinüber und der nicht. Aber gleich. Oder auch nicht. Nein, weil er zwei Angriffen ausgewichen ist. Und diese zwei Angriffe wären beide nötig gewesen. Okay. Machen wir trotzdem wieder Feuer. Flammenwelle. Okay, 17 und 17 sind 34. Etwas mehr als ein normaler Angriff verursacht hätte. Ach komm, dafür der zweite Angriff ausgewichen. Wäre der zweite Angriff nicht ausgewichen, dann wäre der vermutlich schon letzte Runde gestorben. So, zwei Zombie-Ritter. Ich weiß nicht, die Zombie-Ritter passen überhaupt irgendwie gar nicht da rein, muss ich sagen. Es gibt fliegende Augen und es gibt die Kobolde und dann plötzlich mittendrin die Zombie-Ritter. Naja.
Das hat gesessen! So, und jetzt also noch nicht Luft anhalten, aber gleich. Ja, das war gut. So, demnächst müsste wieder ein Level erreichen. Das ist nicht wahr, oder? Kann ich nicht mehr runter? Ach, warte mal. Wieso kann ich nicht mehr runter? Das ist doch für den Arsch. Ich will doch runter. Bye bye, kleiner Kobold. Ich komme nicht mehr weiter. Na toll. Ich komme nicht mehr zurück. Das ist blöd. Das ist total blöd. Vielleicht gibst du noch irgendwo das voll geile, was weiß ich, voll den geilen Gegenstand und ich kriege ihn jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ich kann wenigstens, wenn ich den Fugal da besiegt habe, kann ich wieder zurück. Wäre nämlich sehr blöd, wenn nicht. Die weichen hier dauernd aus. Wieso? Ja, ist auch egal. Speichern wir nochmal. Und hinauf. Da wartet er schon auf uns. Was ist denn so lustig, du Schleimbeutel? Ihr sofort auf zu lachen. Ihr seid so naiv. Ihr könnt uns nicht besiegen! Das wollen wir doch erst einmal sehen! So, das Fungal, das sieht echt komisch aus. Bäh, schau mal, wie der sabbert! Das ist ja widerlich! Kommt und stirbt! So, ich nehme den Kampf mal wieder ernst. Also, erstmal hier versuchen zu erblinden. Und hier habe ich nur die Angriffszauber. Okay, Eis versuchen. Dann versuchen zu vergiften. Und hier Gedanken schwächen. Reicht eins. Ist nicht vergiftet, okay. Eis macht 16. Eis macht 16. Tornado kann ich auch. Bringt aber bei mir nichts. Flammenschlag. Vielleicht fangen sie das Brennen an. Weiß ich nicht. Feuer. Zur Rüstung zerstören. Dann Elementbarriere. Okay, Eis ist besser. So, dann Froda, um die Rüstung zu reduzieren. Donner. Nochmal Rüstung zerstören. Nochmal Elementbarriere. Vielleicht hilft sie noch. Okay, Rüstung geht noch. Okay, Alex macht nicht mehr die Rüstung. Ich habe bei Donner jetzt nicht aufgepasst. Elementbarriere gibt es auch nicht mehr. Alex ist blind. Geil. Marie ist gelähmt. Okay, du kriegst gleich mal die Augentropfen. Du machst nochmal Donner.
Oh Mist. Heiltropfen. Hier, gelähmt. Für Mariel. 13. Dann ist Eis immer noch besser. So, Lebensklinge, nein. Necken versuche ich einmal. So, versuchen wir Wasser. Rüstung zerstören. Und dann Abwehrschwächen. Abwehrschwächen ist gut. Okay, Rüstung machen wir nicht mehr. Ausgewichen. 9 ist nicht gut. Abwehrschwächen weicht da auch aus. Okay, dann eine Klinge der Macht. Alex kräftet nur noch mit Klinge der Macht an, vorerst. Christine, was hat nichts gebracht? Erde. Amaril greift von jetzt an. Und dann hier Angriffsschwächen. Verstummt, MP um 81 gesenkt. Und Angriff auch nochmal reduziert. So, ich habe aber auf den Erdangriff wieder nicht aufgepasst. So, nochmal Angriffsschwächen. So, er schläft ein, geil. 16 ist genauso wie Eis. Erde 4, Eis 5. Erde ist also besser bisher. Dann versuchen wir jetzt Dark. Nochmal Angriff schwächen. Dark ist nicht besser, aber er ist jetzt blind. Er wurde vergiftet und schläft nochmal ein. Angriff wurde immer noch geschwächt. Klinge der Macht. Dann bleibt nur noch Holy. Angriff. Nochmal Angriff schwächen. Was? Er ist tot? Ich war mit Zorak noch nicht durch. Ein Zelt erhalten. So, der wäre erledigt. Jetzt noch seine Maschine. Okay, jetzt wollen wir das Ding nochmal zerstören. Okay, das war's. Okay, das hätten wir erledigt. Okay, gehen wir wieder runter. Hier in diesem Raum kommt man Teleports, aber seltsamerweise nicht. Okay, gehen wir runter. Was ist denn jetzt wieder los? Alex, ich fühle mich so komisch. Oh Mann, ich muss mich gleich übergeben. Ich bin beeindruckt. Ihr konntet sogar Fungal vernichten. Gargash! Ja, ganz richtig, du Wurm. Langsam werdet ihr zu einer Plage. Wie wäre es, wenn ich euren Teleportzauber stehle? Die anderen läppischen Zauber dürft ihr ruhig behalten. Ich möchte doch nicht, dass ihr gleich beim nächsten Monster abkratzt. Du mieses Schwein! Ich werde euch auf eine Insel teleportieren, von der ihr niemals runterkommt. Und du, kleines Fräulein, vergiss jetzt mal schnell den Teleportzauber! Niemals! Alex, ich kann den Zauber nicht mehr! Mist, er hat also wirklich in deinen Gedanken rumfuschen können. Aber wie kommen wir jetzt von hier weg? Ich weiß es nicht. Natürlich hier. Na gut, also sitzen wir erst einmal für eine unbestimmte Zeit fest. Ach, Alex, wir schaffen das schon. Oh, ich wollte eigentlich noch mal rausspeichern, Mist. Reden wir mit Christine erstmal. Mach dir bitte nicht so viele Sorgen. Wir kommen schon von hier weg. Naja, immerhin du bist optimistisch. Ja, ich kann hier nicht speichern, schade. Amaril. Wenn wir nur irgendwie Aridon benachrichtigen könnten. Zorak. Am besten wir bauen uns für erstmal eine einfache Unterkunft. Ich habe keine Lust im Regen zu stehen. Okay, das heißt, also wie ich das sehe, gibt es auf dieser Insel nichts außer Holz. Eigentlich könnten wir ja noch ein Floß bauen.
Kannst du das Segel hernehmen? Wie wäre es mit deinen Klamotten? Wie bitte? Das kommt ja wohl überhaupt nicht in Frage! Schon gut, schon gut. Dann bauen wir uns eben erst einmal ein kleines Holzhaus. Das wird sich schon verbessern. Also los! Und so bauten sich Alex und die anderen ein kleines Holzhaus. Vorsicht, Baum fällt! Aua! Entschuldigung. Autsch! Und so kamen sie langsam, aber sicher voran. Es waren eine Menge Bäume, die sie gefällt haben. Aber sie können gut bauen. Naja, sieht zwar total hässlich aus, aber immerhin besser als nichts. Puh, gleich fängt es an zu regnen. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Ich gehe mal lieber auch in die Hütte. Naja, es könnte schlimmer sein. Im Moment stehen wir nicht im Regen. Es wird uns schon niemand retten. Nee, draußen regnet es. Ich bleib lieber hier drin. Alex, mein Schiff! Wo? Da draußen! Schnell, wir gehen nach draußen und versuchen, das Schiff auf uns aufmerksam zu machen. Wo ist es? Na, da hinten! Ich sehe es nicht. Ich kann auch nicht steuern. Ich kann gar nichts mehr machen. Da kommt es! Keine Ahnung, irgendwie ein bisschen gruselig, findest du nicht? Alex, das Glitz hat sich hier bewegt! Wir sollten lieber vorsichtig sein. Kann ich jetzt speichern? Nein. Okay. Zwei Skelette erscheinen. Na gut. Greifen wir nochmal an. Und hier Eis. Mal sehen, wie viel Schaden Eis macht. Kein Schaden. Ja, die machen sogar einigermaßen Schaden. Feuer. Eigentlich regnet es, also mit dem Feuer dürften sie nicht so viel Schaden bekommen. 23. Donner. Eins. Okay. Das heißt, bisher ist Feuer die einzige Alternative, die wir haben. Die einzige Option, um die irgendwie fertig zu machen. Okay, ich kann irgendwie rumschubsen. So, Wasser. Und hier machen wir mal Feuer fürs Erste. Da ist Feuer aber, glaube ich, besser gewesen, oder? War Feuer besser? Ich weiß es gar nicht mehr. Verdammt, ich weiß den Wert von Feuer nicht mehr. Ich muss nochmal Feuer machen. Ja, aber besser mit 34. Aber ich glaube, vorher hatten wir keine 30. Naja, Wasser ist nicht so gut. Versuchen wir Erde. Gar keinen Schaden. Dann Dark. Da kriegt er wahrscheinlich stirbt er eh davor. Nee, nicht mal. Ein Schadenspunkt.
Okay. Ich sehe also nur Feuer. Zorak hat Level 27 erreicht und Eissturm 2 gelernt. Wo ist es denn? Eissturm 2. Stärkerer Eisangriff auf alle Gegner. Ich habe doch bin noch nur ein kleines Skelett kommt. Nochmal, da gehen wir da auch nochmal durch. Keinen Schaden. Gift 2, na toll. Zum Glück habe ich genug Gegengift. Feuer. Das ist ungefähr das. Ich glaube, vorhin war es auch 34, oder? Bei den normalen Skeletten. Donner. 16. Feuer ist aber besser.